Willkommen zurück zu Let's Play Other Side. Willkommen zurück zu Let's Play Other Side. So ist nochmal nicht heißer. Das ist die Tragödie, die da jetzt dazu gekommen ist, schätze ich mal. Ja, genau. Ich überlege gerade, ob ich während der Tragödie den Boss herausfordern soll. Weil der ist ja immer isoliert. Der hat ja keine Verbündeten. Ich krieg aber auch mehr Schaden. Weil der hat AOE-Moves. Da nebeneinander zu stehen, gleicht dann den 50% weniger oder ein Drittel weniger Schaden nicht aus. Ja, mal wieder nur Scheißmissionen, ne? Wie viel Splitter habe ich denn? 35 habe ich noch übrig. Ne, 35 habe ich jetzt gerade. Ich kriege 100. Und dann Reminiszenzen offen habe ich noch. Darf ja nicht die Reminiszenzen vergessen, die ich dann vom Boss kriege, sollte ich jetzt gewinnen. Also ich krieg vom Boss wahrscheinlich wieder ein Ära überspringen. Was wieder 100 kosten wird wahrscheinlich. Und dass die Töchter auf Level 10 starten. Ich weiß nicht, wie viel das kosten wird. Ich kann aber noch zur Not auf... hier zum Beispiel das beschrifteten Siegel oder den zerrissenen Brief verzichten. Und wenn ich es nicht schaffe, dann ist ja sowieso wurscht. Ich glaube, wir gehen direkt gegen den Boss. Also nicht jetzt, weil jetzt müssen wir erstmal noch kurz ein paar Erinnerungen anlegen. Aber so grundsätzlich jetzt Boss. So, also. Der Boss hat eine Resistenz gegen Init-Debuffs. Aber... wenn ich das jetzt kombiniere... haben wir 40 statt 25. Und das sollte dann was machen eigentlich. Versuchen wir es einfach mal. Ich habe ja eh Erinnerungen, wie blöde. So, dann ganz wichtig. Ihr müsst auf euren Schüssen den Armor Shred haben. Sie kriegt pro Angriff auf sie 20 Rüstung. Das heißt, 60 Rüstungspunkte weg ist mehr als genug. Die 80er sparen wir uns mal noch. Das Snaren könnte gut sein. Muss ich aber vom Timing an richtig machen. Und das bringt auch nur auf einem Fernkämpfer was. Weil wenn ein Nahkämpfer sie snärt, dann greift sie halt den an. So. Und Prudence kriegt das natürlich auch. So. Dann haben wir auf dem Kontern einen sinnvollen Move. Bewegungsreichweite. Wer hat der eine? Das wäre auf dem Melee ganz gut. Die geht ja immer aufs nächste Ziel, was glaube ich, ne? Kann ich gleich nochmal gucken. Lohnt sich nicht wirklich. Providence. Die Drohhaltung. War was nochmal? Falscher Knopf, das war's. Wo waren wir? So, die Drohhaltung. Genau, ich
Mache das und wenn ein Gegner Schaden kriegt, macht die nochmal Schaden. Und zwar richtig viel. Das heißt, wenn wir das jetzt prozentual nochmal erhöhen, dann muss diese Fähigkeit eigentlich richtig reinknallen. Und nach dem Bewegen haben wir vielleicht nicht immer genug Aktionspunkte übrig, um nochmal angreifen zu können. Aber das kostet ja HP, das geht immer. Ah ja. Ich habe nur 20% mehr Schaden? Sonst nix? Ich meine, 20% ist nicht nix, aber... Echt? Sonst habe ich keinen prozentualen Schadensbuff? Oh. Haben wir noch was für den Hechtsprung, unseren Standardangriff? Crit-Schaden wäre auf Prudence vielleicht ganz nett. Die crittet ja ziemlich viel. Wie sieht es mit Crit-Chance aus überhaupt bei den Mädels? Crit-Chance 21. 6. 16. 31. Genau. Das heißt, wir geben dir hier den Crit-Schaden-Ding. Ja. So. Und hier eigentlich On-Hit-Schaden. On-Hit-Schaden macht hier am meisten Sinn. Aber ich habe... Hier, genau. Machen wir mal das hier. So, weil das sind 300 Schaden, die draufkommen. Okay, wir haben volle HP, fast. Wir machen... Und also vom reinen Schadenswert, den wir rausknallen, müssten wir eigentlich richtig übel dabei sein. Problem ist, wir kriegen auch ordentlich Schaden. Denn wie gesagt, die macht AOE mit ihrem Standardangriff. Das hat keinen Wert, dann zu klumpen, um die 50% extra Schaden zu verhindern, um stattdessen 100% extra Schaden auf die Töchter zu verteilen. Gut, andererseits besagter Schaden, wie gesagt, verteilt sich. Muss mal gucken. Gut, hätten wir noch einen Tank, wäre was anderes, aber haben wir halt nicht. So, die nächststehende Tochter, okay. Und sie hat ja meistens immer einen von beiden Counter-Moves aktiv. Und egal wen von beiden sie aktiv hat, die beiden Töchter mit dem jeweils anderen Angriffstyp attackieren sie dann. They will fall, or we will. So, so, so und so. Prudence Frisur hatten wir echt noch nicht, oft fällt mir gerade auf. Glaube ich. Kann mich irren. The only language they understand is destruction. So, jetzt schauen wir mal. Please, let me die. Death was the only escape. Don't. Memories hurt. Oh nee, no. Und natürlich ist Grace ganz hinten. Grace sag ich schon, Celeste. Sivert, kommst du nochmal? Ach, die hat globales Movement, okay. Logisch. Okay. Das heißt, ihr bleibt jetzt hinter Celeste. Wir machen gleich mal einen Munitionsabfang an. Mal gucken, ob wir das brauchen. So. Also halt. So. So. Und
Ja, nee, warte. So. Jetzt müsste eigentlich Celeste den Schadensdebuff bekommen. Also nicht den Schadensbuff. Und wir sollten trotzdem vom AOE sich. Wobei die Insel wirklich global bewegen, ist halt die Frage, wie clever ist die KI? Darauf läuft es jetzt hinaus. Wie clever ist die KI dieses Charakters? Ich meine, es ist egal, weil jede Transaktion fällt mir gerade auf. So, jetzt muss man hinter sie kommen. Gerade hat sie Melee-Kontakt. Und sie dreht sich auch um. Kriege ich das irgendwie gecheased? Mal überlegen. Also, in diesem Herz drin zu stehen, ist keine Option. Das heißt, ich müsste, wenn, dann jetzt mit Celeste sie auf mich locken. Dann ihr mit Grace den Init-Schub geben, dass sie vor der Aktion nochmal dran ist. Und sie dann mit Providence... Das klingt nach einem Plan, das machen wir mal. Nee, halt, warte, wenn... Also, jetzt kommt der Konter. Aber der macht ja nicht so viel Schaden. So, und wenn wir das jetzt machen... Dann wird sie zwar nicht viel delayed, aber genug, dass wir erst wieder dran sind. Und sie dann... ihr Ding hat. So. Jetzt ist sie fixiert. Prudence kann sich's nicht leisten, unter 50 zu... Oder kann sie? Kann sie, glaube ich. Weil sie ist eh vorher dran. Und je länger sie unter 5... Und je länger sie dran ist, desto länger ist der Konter ja aktiv, oder? Weil der Konter ist ja aktiv, bis sie wieder dran ist. Oder bis er halt triggert. Das machen wir. Okay, also sie verliert erst Rüstung und kriegt sie dann. Das heißt, wie es läuft, sie wird immer auf 20 Rüstung. Aber 20 Rüstung ist ja kein großartiger Wert. Gut, erstens haben wir da die Crits, die sowieso Rüstung zu ignorieren scheinen. So, genau, es hält der Konter nicht bis dahin. So, dann Grace macht jetzt so. Und jetzt müssen wir sie ja nicht in den boosten, weil jetzt ist Celeste sowieso vorher dran. Sie hat ja auch schon Armor Strength, also kann sie ja auch problemlos angreifen. Größtes Problem wird nur, ich kann mich nicht so positionieren, dass sie danach dann nicht Providence angreift. Glaube ich. Oder? Ich meine, ich habe ja sowieso den Munitionsabfang, also da. Und den Ranged-Konter hat sie ja noch nicht, wobei sie nach der Aktion von Providence auf jeden Fall haben wird. Schwierig, schwierig. So, wir können aber in jedem Fall nur einen Angriff machen. Reicht aber, wir machen... Sie ist erst da wieder dran. Aber triggert wird ihr... Okay, das heißt, wir machen die Getränke... Weil das war 20% mehr Schaden. Und das ist trotzdem mehr Schaden. Das heißt, wir machen die getränkte Klinge. Das ist nach ihrem Angriff dran, aber sie ist wieder dran, bevor sie... Move? Oder... Ja, ja. Das müsste vorher triggern. Knapp. Nee, Quatsch, aber wenn wir die getränkte Klinge machen, können wir nicht das andere machen. Nee, dann machen wir so. Wir machen so. Ach, warte, wenn sie jetzt... Fällt sie jetzt unter den Wert? Ja, fällt sie. Mist. Nein, doch nicht. Ich bin noch krank. Sie hat ihre Inhibit auf 0 gesetzt, aber... und der Move natürlich damit auch. Logisch.
Shit. Aber warte, vielleicht könnte... Der Move trifft nur Celeste. Vielleicht gilt das für den Konter. Hoffen wir's mal. Ja, gilt. Gut. Und das heißt, jetzt wieder der Scheiß auch gleich. Und das geht in den Rücken. So, Armutsgelübde war der Rage-Konter. Oder? Nee. Verbotene Liebe war der Nili-Konter, der war mal. Das bleibt an! Das ist nicht nur einmal! Holy cow! Warte. Hast du das jetzt immer noch drauf? Wir delayen sie mal. Mal gucken. Ja. Holy shit. Die Fähigkeit ist ja komplett Panne. Holy fuck. Okay, kann ich irgendwie finden, dass die jetzt alle killt? Ich muss sie eigentlich auf 16 Punkte delayen. Damit Grace ihren Konter anmachen kann. Die Frage ist, kann ich das? Moment mal, nee, Quatsch, wenn ich unter 50 gehe, kann ich einfach so machen. Warte, wenn ich jetzt so mache, dann wird es wie lange... Okay, 3, das kann ich nicht. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin, ich gehe unter 50. Soweit, so gut. Das ist egal. Und dann mache ich so. Fühl dich frei, deinen Skill zu machen. Okay. Was ist denn jetzt passiert? Hä? Was? Moment. Hä? Forgive me for leaving your side. I thought I could bear witness to the child's soul. My heart bled for the girl who rotted, abandoned in the cellar. I lived her pain. What suffering put upon her. Her descent has transformed me, forced me to grow and birth a new daughter. Kriegen wir die Sensenträgerin? Oh yeah! Wobei der Torso ein bisschen komisch aussieht. Davor, ja. Melody. Oh yeah! Dein Herzfetisch macht mir irgendwie Sorgen. Egal, wir machen es mal so. Denn wir müssen die auf jeden Fall dislocaten. So, wir improven sie dann gleich nochmal boost. So, welcher Konter ist jetzt eigentlich an? Der Melee oder der Range-Konter? Sehe ich jetzt nicht, ne? Ja, ich muss ja eigentlich Scheren greifen, einfach nur um die Rüstung wieder wegzubauen. Ach komm, wir sehen es ja gleich. Okay, der Melee. Okay. Ah! Der Melee-Konter ist an und Providence wollte jetzt gerade ihren Konter scheißen. Oh Gott. Melody gucken wir uns gleich an. So, aber egal, jetzt ist der Melee-Konter ja raus. V.
Fall mal unter 50 ist die andere Frage. Weil ich glaube halt, wenn wir unter 50 fallen, können wir sie killen. Ich riskiere es. Weil wie gesagt, jetzt ist die Mini-Konter raus. Halt, warte, ihr habt noch eine Verwandlung, oder? Hat die noch eine Verwandlung? Nein. Okay. Gut, dann ja, dann machen wir das. Ich krieg den Newton Nessie, das ist ja egal. So halt, Konter ist aktiv? Ja, ist aktiv. So, du bist fixiert auf... Warte, hier hinlaufen würde wie viel kosten? 22, das müssen wir machen mit der Umgehung. Wir gehen jetzt auch unter 5. Ich denke immer, wieso die immer mehr Tenacity? Als ob ich die so... Was denkt die, mache ich? Ja, gib dir mehr Tenacity, ist mir scheißegal, Mädchen. Killen wir die jetzt schon? Oh, müssen wir jetzt auch. Killen wir die jetzt wirklich gerade so nicht? Jetzt verstehe ich's, die schiebt sich vorne, das war die Sache. Wenn der Konter triggert, dann ist sie tot. Ich weiß nicht, ob der Konter triggert. Eigentlich sind ja sowohl Prudence als auch Grace gerade in Konterhaltung. Das macht auf jeden Fall genug Schaden. Jawohl. Ja, sorry, Melody. Ich bin mir sicher, du scheinst auch noch irgendwann. Aber holy fuck, dieser Skill vom Klingenmeister ist ja komplett busted. Vor allem, das war jedes Mal in den Rücken. Sicheltänzerin. Okay, erstens, Sichel sind die Kleinen, das ist eine Sense. Eine Sense ist zwar sichelförmig, aber es ist keine Sichel. Ach, egal. Wir haben einen Shitload an Leveln. Und Melody war vorhanden. What is kindness? She taught me. What is love? She showed me. What is loss? She died for me. I made her sick. And she died in my arms. I gave her life to bring her back. And you killed her again! Ja, das war jetzt aber deine Schuld. Irgendwann werden wir frei sein, versprochen, wir werden gehen, wohin du willst, denn niemand wird mehr Macht über uns haben. Die Magd an das Kind. The cellar triggered another memory. Another agony. So, wir gehen jetzt ein paar Sachen ab. Punkt 1. Haben wir Glück? Ja, haben wir. Providence ist noch Level 10. Das heißt, wir können uns einfach eine neue Tochter auskeimen. Give life to our daughters. Tut mir leid, Joy. Please, guide her well. Aber das... Now, unleash her on any who stand in her way. Ich bin dicht. Ich habe vergessen, die Reminiszenz zu aktivieren, dass neue Töchter Level 10 sind. Weil ich es noch nicht kann.
kann ich es im nächsten. Wow. Okay, ja, sorry, Joy, dein Leben hat leider keinen Sinn. Schnellere Erfahrung, das ist auch nett. Überspringe eine Ära, geschenkt. Oh, warte. Oh. 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 Das heißt, erstens, der nächste Boss ist schon das Kind. So, Sicheltänzerin. Die Sicheltänzerin wird auf das Zerstören von Rüstungen spezialisiert und wird während des Kampfes immer stärker. Ach so. Dann war die Idee, dass hier ein Boss ist, der sich in Rüstung hochbufft. Und die Sicheltänzerin kommt dann und schreddert die Rüstung. Und Prunes und Grace dachten sich so, ja, cool Story ist das. Okay, das heißt, du wirst genau gar nichts machen. Das ist einfach nur... Unsere Töchterübersicht ist vollgeladen. Und unser Friedhof wird gleich vollgeschissen, wenn wir sterben. Ich trainiere keinen auf Level 10 hoch, nur um den dann zu opfern, um Providence zu heilen. Das lohnt sich nicht. Oder? Tut's das vielleicht? Weil Providence ist halt wirklich die Einzige, die Schaden gekriegt hat, nennenswert. Aber egal, was kann denn Melody? Man. Wahrscheinlich ein normaler Angriff. Die Frage ist, was ist der Wirkungsbereich? Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass die AOE-Angriffe hat. Diebstahl. Verursacht 500 Schaden und sie sagen sogar schreddern. Und schreddert 30 Rüstung des Ziels. Hat eine Reichweite von 3. Nett. Die Maat. Stiehlt 85 Rüstung und verursacht bis 12 Mal. Auch nett. Das stiehlt erst Rüstung und macht dann 12 mal 60 Schaden. Das ist ordentlich was. Tödlicher Tanz verursacht bis zu 3 mal alle 15 Initiativeinheiten bis zu Schaden und stiehlt 30 Rüstung. Das ist jetzt nicht so übertrieben, Falle. Fesselnder Tanz unterbricht die erste Aktion und verursacht bis zu 1030 Schaden. Das ist nett. Das Problem ist halt, dass die halt mit gesetupten Skills gekommen ist. Ah, und die hat hier diesen schwarzen... dieses schwarze Halbcape drüber, deswegen sah der Torso so komisch aus. Hat die ein gelbes Auge? Was sagt denn der Friedhof? Im Friedhof müssen noch 22 Plätze frei sein. Remember their courage. 22, maximal 22 Sachen belegt. Nee, 24, weil wir 32 Gräber haben. Boah, werde ich auch mal alle Level 3er vergessen können. Die werde ich. Wann soll ich die wiederbeleben? Machen wir mal so. So, genau. Vergessen wir mal alle Level 3er. So, sorry Mädels, aber das Spiel funktioniert so. Und wir machen jetzt mal... Nee, halt, warte, ich krieg sowieso nur 3 Wiederbelebungen. Das heißt, ich brauch sowieso eine neue Sensenträgerin, sobald wir sterben. Und um alles schlimmer zu machen, wird die dann auch noch nur Level 5, Level 7 sein. Ich krieg zwar mehr XP, aber... 3 Level sind 3 Level. Ich mach mal noch eine Tochter. Give life to our daughters. Ach, und jetzt auch noch Melodina, super. Please, guide her well. So, was hat die denn sonst noch für Fähigkeiten? Unleash her on any who stand in her way. Rachsüchtiger Tanz gewinnt bei jedem Angriff gegen Verbündete Initiativschub von 30. Okay. Ah, warte, kann ich hier ja sehen, ob. Nee, kann ich nicht, schade. So, und. Hä? Ach so, ja, Moment. So, nach dem tödlicher Tanz haben wir wütender Tanz. Erhöht für jeden erlittenen Angriff Rüstung für 30 und 110, sowie... Das ist besser. Aber können wir uns nicht leisten, jetzt das so zu machen.
Nee, dann machen wir jetzt so. Wir gucken jetzt, dass wir so lange grinden, bis... Also erstmal kämpfen wir jetzt natürlich auch mit Melody. Also der neuen Melody. Und dann sehen wir zu, dass wir noch irgendeine andere Tochter auf Level 10 bekommen, damit wir die opfern können, um Providence zu heilen. Klingt das nach einem Plan? Die Frage ist, kommen wir überhaupt so weit? Sehen wir dann ja. Bis morgen.